inside your head. Hallöchen Freunde, hier ist wieder euer Nerdverse zurück mit einem neuen Star Wars Video. Die Star Wars Prequel Trilogie erfreut sich heutzutage ja innerhalb der Community einer extrem großen Beliebtheit. Im ganz großen Stil erweiterten die Prequels die Saga, sei es durch neue mittlerweile ikonische Planeten wie Coruscant und Mustafar oder einer ganzen Sparte an neuen Charakteren. Einer davon ist der beliebte Bösewicht Dooku, Graf vom Planeten Sereno und insgeheimer Sith Lord namens Darth Tyrannus. Count Dooku war zur Zeit der Klonkriege der offizielle Separatistenanführer und nach Darth Maul der zweite Lehrling von Darth Sidious. In Anbetracht des langen Betrugs, den Palpatine als oberster Kanzler an der Republik ausübte, beruhten auch viele seiner gut überlegten Schritte darauf, Dookus Glauben an die Sith aufrechtzuerhalten. Denn im Nachhinein hätte der Count den Plan des künftigen Imperators jederzeit verhindern können und ich persönlich finde, das kommt in den Filmen sowie in The Clone Wars leider viel zu wenig rüber. Once again, you've proven your loyalty. Vergleicht man die beiden Sith, sind sie schon ein etwas seltsames Duo. Tyrannus, der Schüler, war stolze 20 Jahre älter als sein Meister Sidious und während Palpatine einen langsamen, aber durchdachten Plan durch das politische System vom Senator bis hin zum Kanzler beschritt, hatte auch Dooku Erfahrung in Sachen Herrschaft und Politik. Noch bevor er sich den Sith anschloss, herrschte er über seinen Heimatplaneten Sereno und war unabhängig von Palpatines Position als Kanzler der Anführer hunderter Planetensysteme. Was sollte Dooku also davon abhalten, die Klonkriege auch zu seinen Gunsten auszunutzen und die Hälfte der Galaxis schließlich für sich zu beanspruchen. Mit einer gigantischen Druidenarmee und der Unterstützung mehrerer Systeme in der einen Hand hatte er mit Individuen wie General Grievous, dem Bankenclan und der Techno-Union auch noch ziemlich mächtige Untergebene, die ihm loyal zur Seite standen. Hundreds of senators are now under the influence of a Sith Lord called Darth Sidious. Was war aber letztlich Dookus Endspiel mit Palpatine? Der Senat benutzte Tyrannus, um eine Klonarmee aufzubauen. Schließlich war es Tyrannus, der Cypher Diaz von der Unfähigkeit des Jedi-Ordens überzeugen konnte und auch Jango Fett als Spender rekrutierte. Der große Plan der Sith bestand ja darin, den Jedi-Orden auszurotten, um ein ewiges Imperium mit den Sith an der Spitze zu erschaffen. Falls Dooku also die Klonkriege überlebt hätte, bleibt die Frage, was wäre mit ihm geschehen? Eine Anklage als Verräter trifft hier wohl am wahrscheinlichsten zu. So hätte der Graf für den Rest seines Lebens, gut, gerade jung war er ja nicht mehr, in irgendeiner Zelle verrotten müssen oder vielleicht Schlimmeres. Es liegt ja bekanntlich in der Natur des Sith, sich gegenseitig zu verraten und wir kennen ja Palpatines herausragende Fähigkeit, alle Leute um sich herum zu manipulieren. Natürlich war auch Dooku nur ein weiteres unwissendes Mittel zum Zweck, aber man lernte daraus, egal wie mächtig oder intelligent jemand war, niemand, nicht einmal Großmeister Yoda konnte den Plan des Darth Sidious zum Scheitern bringen und vermutlich wäre auch Dooku nicht damit durchgekommen. Aber ich finde diesen Gedankengang trotzdem interessant, weil es zeigt, dass Dooku tatsächlich die wohl gefährlichste aktive Partei war, die Darth Sidious Plan hätte zunichte machen können, wäre er nur zum Jedi-Orden gegangen. Aber ihr könnt jetzt gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, was haltet ihr davon? Hätte man Dookus Bedrohung für Palpatines Plan in den Prequels als auch in The Clone Wars etwas näher beleuchten sollen? Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare und wir sehen uns auf jeden Fall wieder im nächsten Video allgemein. Na, wer sagt Servus, wünsche euch noch einen schönen, schönen Tag, macht's gut, ciao!